Dieser Samstag geht ein bisschen zeitiger los als gewohnt, aber das hat einen bestimmten Grund. Ich kann nämlich endlich meinen Neuzugang für die Sammlung abholen. Huhu! Und mein Lieben, der Titel ist nicht übertrieben. Es gibt echt einige, die der Meinung sind, dass genau diese Rolex eine der langweiligsten ist, die man sich kaufen kann. Ich weiß gar nicht, warum das Ganze so lange gedauert hat, denn wenn ich ehrlich bin, habe ich schon eine gewisse Zeit um den Ticker drumherum gekauft. Angefangen hat damals alles mit einer Omega Aquaterra Midsize in Quarz, die dann aber sehr schnell ersetzt worden ist von einer Aquaterra Midsize als Automatikmodell. Beide haben es aber nicht lange bei mir ausgehalten und ich glaube, da war auch einfach die Größe mit einer Ursache. Denn ähnlich ist es mir ergangen bei meiner Tuton Datejust, meiner 116233. Die hatte ich am Jubiläband und mit dieser geriffelten Lunette. Und auch die war mir irgendwie long-term einfach ein bisschen zu klein. Und auch der Kauf der Seiko Saab, der Grand Seiko mit weißem Blatt und auch der Santos konnten mir diese eine Uhr einfach nicht austreiben. Und deswegen musste ich sie bestellen. Uhren abholen heute? Gucken, ein neues Band, aber da kommt noch was. Ja, ich hole meine ab. Aber was das ist, gucken wir uns gleich an. Ja. Das Schöne bei Weber ist, neben Abholen von Uhren und Kaufen kann man sich auch immer Neuheiten angucken. Der Stefan holt gerade was und der Bernhard hat auch was mitgebracht. Bernhard, du hast eine Oris mitgebracht. Erzähl uns mal ein bisschen davon. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass wir den Oris Social Club Düsseldorf haben. Und die Oris Social Club haben jetzt eine Cluburuhr bekommen und die darf ja jetzt bei Juwelier Weber in Gelsenkirchen auch verkauft werden. Speziell mit dem Logo hinten drauf vom Oris Social Club Düsseldorf. Ja, mir persönlich gefällt sie ganz gut. Und mir auch. Also ich finde, die ist ganz gut geworden. Was sagst du denn zu der Oris? Hallo! Ist super geworden. Also ich mag das Zifferblatt und ist auch wirklich sehr, sehr schön von der Lume her. Also für mich persönlich eher ein Stahlband, aber die Lederband-Variante ist auch schon ganz cool. Ach, danke dir. Gucken wir mal, was der Stefan sonst noch so mitgebracht hat gerade. Da stehen schon wieder zwei Boxen. Huhu! Ich habe euch nochmal was sehr Schönes mitgebracht, nämlich von Hublot. Die Black Magic Tourbillon Automatik in 45 mm. Limitiert auf 100 Stück. Und ich finde sie einfach nur grandios. Dieses komplett durchbrochene Zifferblatt ist einfach sensationell und vor allem das Werk ist so schön dekoriert, habe ich selten gesehen. Stefan hat auch noch zwei Neuheiten von Panerai mitgebracht. Stefan, was hast du da denn noch Schönes? Radiumiert einmal in der grauen Variante und die blaue muss ich jetzt noch auspacken. Aber die habe ich auch da. Boah, die blaue, die passt heute 1:1 hier. Ja. Deswegen habe ich auch heute blaues Hemd. Scheibenkleister. Ich muss irgendwann auch nochmal... Stefan richtet sich gerade auf, weil die blaue findest du besser. Ich weiß es nicht, mein Problem. Aber die blaue passt heute definitiv besser zu meinem Outfit. Das stimmt. Ganz in blau, da passt blau besser. Und welche Uhr ist es bei mir geworden? Ich denke mal, viele wird es nicht überraschen. Es ist natürlich eine Rolex Datejust am Oysterband mit glatter Lünette und weißem Blatt geworden. Obwohl ich selbst finde sie gar nicht mal so langweilig. Oder? Was meint ihr Jungs? Ja, eine wunderschöne Uhr mit diesem strahlend weißen Blatt. Es ist eine absolut zeitlose Uhr. Ich finde das weiße Zifferblatt wirklich grandios. Vor allem in der Kombination mit dem Oysterband hast du dir gut ausgesucht. Und willkommen auf der Couch zum Unboxing. Es gab eine kleine Überraschung für mich, denn ich kannte noch den Prozess, dass es S, M und L bzw. auch noch XL-Boxen gibt. Die S-Boxen gibt es nicht mehr. Ich bin ja aus einer Generation, die noch eine 1460M gekauft hatte und die kam wirklich in der kleinsten, in der S-Box.
Wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Das heißt, die Stahl Datejust ist dann auch in der normalen M-Box. Unboxing Experience bei Rodex ist immer gleich. Das heißt, ihr habt natürlich hier wieder die altbekannte grüne Box in diesem Umkarton drin. Und ich denke mal, da kommt es ja auch drauf an oder am meisten drauf an. Und ja, was soll ich sagen? Die grünen Boxen kennt ihr. Nichts Überraschendes. Hier machen wir einmal auf. Ihr habt natürlich hinten wieder das Geheimfach drin. Da sind die Papiere und die Garantiekarte. Das heißt, ihr habt einmal hier das Manual, das Bedienermanual, wo ihr gucken könnt, wie die Uhr halt eingestellt, gestellt wird, falls das noch notwendig ist. Und natürlich habt ihr dann auch die Garantiekarte mit Bestätigung, wann sie erworben, gekauft worden ist, mit dem auch Garantie-Service bzw. Manual hinten bei. Auch das ist Standard. Aber das packen wir wieder schön hinten rein. Kommen wir zur Uhr, zur Datejust mit weißem Blatt, Weißgold-Indizes, glatte Stahllünette, Oysterband. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde den Ticker, ich finde den einfach schön. Ich habe schon ein paar Uhren, die so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen größer sind, ein bisschen mehr nach Aufmerksamkeit rufen sozusagen. Ihr kennt meine Bluesy, die trage ich auch sehr gerne. Und ich finde einfach, da passt dann die Datejust sehr schön in die aktuelle Sammlung. Und wie die aussieht, das seht ihr später. Achso, Hangtag hat die auch noch gesagt, das ist natürlich auch wieder dabei. Das ist nochmal der Nachweis, dass es halt eine kostzertifizierte Uhr ist, beziehungsweise Superlativ Certified Chronometer ist. Das gehört natürlich auch dabei. Und kein Unboxing ohne Wristcheck. Datejust 41 mm mal 18,5 cm Handgelenken. Detailreview kommt, eins sei jetzt schon gesagt, die Uhr hat keine 41 mm. Ich habe mal kurz mit Bernhards Plastikmessschieber gemessen und da war sie bei, ich sag mal, 39,8. Dem werde ich natürlich auch noch ein bisschen mehr nachgehen. Die Uhr trägt sich aber trotzdem sehr angenehm und gerade mit dem weißen Blatt finde ich sie auch wirklich passend und groß genug für meinen HGU. Das Band, das hat mich überrascht, das ist mittlerweile sehr kurz. Hier wurde kein Glied rausgenommen und ich habe sie auch noch in der Dreierrastung hier noch einen Schritt nach außen nehmen lassen. Im Endeffekt haben wir auch hier ein EasyLink-System verbaut. Das bedeutet, ihr könnt hier nochmal so, was waren es, ich glaube 5 mm verlängern das Ganze. Einzige, was sich unterscheidet von dem EasyLink hier bzw. von der Schließe von der Datejust, ist, dass ich keine Sicherheitsschließe zusätzlich noch habe, wie ihr das von der Rolex Submariner kennt. Das heißt, ihr haut ihr einfach so einen Arm und könnt ihr unten ziehen und das Ganze dann auf- und zumachen. Wie gesagt, meine Lieben, Detailreview zu Uhr soll noch kommen. Tut mir einen Gefallen, solltet ihr Fragen zu Datejust 41 haben, dann schreibt mir die, stellt mir die unter diesem Video und ich würde dann gucken, dass ich in dem Desk-Review dann auch genau auf diese eingehe. Dankeschön. Und weil ihr auch immer nach der Lume fragt, ja, sie leuchtet blau. Jetzt hat der Stefan wieder was Gemeines gemacht und mir nochmal die Hublot Big Bang, Spirit of Big Bang Mekaten hingelegt. Ah, nach wie vor ein richtiges, feines Öhrchen, meine Lieben. Oh Mann, oh Mann. Irgendwann, Stefan. Ich habe die Abmoderation jetzt schon gedreht, weil ich nicht weiß, wie ich heute Abend noch so Zeit habe. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen und ihr hattet eine gute Zeit. Und wenn dem so war, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn ihr das nicht schon längst dagelassen habt. Ich bin natürlich auch wieder gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von der Datejust 41 in Weiß in der Variante? Teilt das gerne mit der Community und mir unten im Kommentarfeld. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid gesund und munter, habt eine gute Zeit und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao. Ja, dann mach gut. Ja, und viel Spaß mit der neuen. Dankeschön. Ciao. Ja.